Jo, meine Damen und Herren, und wir sind wieder da. Mit der Road to Glory, klar. Mit dem Manager-Modus. Und ich habe ja in letzter Zeit sehr viel Ultimate Team gepostet, weil ich das mir auch im Moment sehr Spaß macht und immer noch sehr Spaß macht. Aber ich will nicht vergessen, dass dieser Kanal und dass ich auch immer noch am liebsten Manager-Modus mag von all diesen Sachen, die man in FIFA machen kann. Und das will ich einfach nicht vergessen. Also, es wird immer Karriere bleiben, egal wohin mein Kanal schafft, egal. Was ich gerade mag, es wird immer Karrieremodus geben, also macht euch da keine Sorgen. Und wir sind schon am 30. Spieltag angelangt, aber die Empower 2 League hat ja verdammt viele, wenn man dann auch sich die ganzen Pokalspiele anguckt. Deswegen dauert, wenn wir jetzt irgendwie in der Barclays Premier League, hätten wir jetzt schon längst die erste Saison vorbei, aber das hat ja viel mehr, ich glaube 24 Teams, das heißt natürlich auch viel mehr Spieltage. Insgesamt, wenn es 24 sind, wäre es ja 44. Auf jeden Fall kommen wir gegen Cheltenham Town. Ja, im 4-2-3-1 offensiv ausgerichtet, mal was Schönes Neues, anstatt diesem alten 4-4-2, was wir ja so oft sehen letztlich. Das hier kommt zwar auch relativ nah dran, aber wir werden sehen, was wir gegen die reißen können. Auch nach 7 Minuten ist es dann hier schon faul und da war so viel los, da habe ich gar nicht gemerkt, wo war da das Foul? Aber irgendwie pfeift der Schiri dann, zeigt auf den Punkt, was da passiert ist. Gucken wir uns dann gleich nochmal in der Zeitlupe an. Aber erstmal tritt Harad an in der 8. Minute und der macht das Ding eiskalt rein. Und dann gucken wir uns hier jetzt gleich nochmal an. Ich sehe jetzt, gucken wir es hier erstmal an. Hier war das Foul, dann geht es erstmal weiter, weil sie den Ball haben. Das könnte das Foul gewesen sein. Dann ist hier Ball gespielt, das kann nicht das Foul sein. Also gehe ich davon aus, dass es das erste sein musste. Aber wir versuchen gleich zu antworten, denn hey, versucht den Ball, wäre da nie mehr dran gekommen und wollte den ja noch weiterleiten, schafft das aber nicht ganz. Und damit sind wir noch in der 17. Minute und dieses Mal ist es Ortola, der da überragend reagiert und uns hier vor dem 0 zu 2 rettet. Hammerreflexe von dem jungen Mann. Die Flanke kommt dann aber auch relativ gut, nur der Kopfball rutscht ein bisschen weg und geht dann weit übers Tor. Und dann sind wir schon in der 28. Minute. Hasselbank startet in die Gasse, kriegt den Ball von Jankowski und hat dann sehr viel Platz, Zeit. Rechts läuft einer mit, der kommt aber nicht reingerannt, der Dennehy. Und dann muss er es selbst machen und das macht er auch eiskalt. Wartet, stellt sich vor den Torwart und zirkelt das Ding dann an den Innenpfosten unhaltbar. Sehr schön gemacht von Hasselbank. Dann kommen wir in der 33. Minute, immer noch nicht Halbzeit. Und dann ist es Jankowski. So viel Pech, dass der Ball da gegen Innenpfosten klatscht. Und dann in der 2. Minute der Nachspielzeit erstmal ein Kopfball. Da sieht Ortola sehr schlecht aus, faustet in die Luft. Und dann kann er im Nachschuss dann, nachdem der Ball gegen die Latte klatscht, den Ball versenken. Und wir sind hinten weiter unter Druck und konnten nur durch Konter wirklich Befreiungsschläge einführen. Hier einfach krasser Druck auf uns. Wir konnten hinten nicht rauskommen. In der 80. Minute sind was da mal wieder wie wir hier einen Elfmeter rausholen. Fragliche Situation, muss man nicht pfeifen. Aber wir werden es natürlich nehmen. Die wechseln nochmal aus. Und wir wollen hier jetzt gleich ziehen mit Cheltenham Town. Die Punkte werden ja immer wichtiger. Es wird am Ende, sieht ihr auch nochmal die Tabelle. Am oben wird es immer enger. Da bildet sich jetzt so ein Triplett raus, das sich um den Titel oder um den Aufstieg wirklich kämpfen wird, um die direkten Aufstiegsplätze. Hasselbank tritt an zum Elfmeter, könnt ihr in der 18. Minute das 2 zu 2 machen und natürlich macht er das. Torwart ahnt es, aber ist dann letztendlich nicht mehr schnell genug da und dann wird Park, in der eingewechselt wurde, gemäht. Maguire, der auch eingewechselt war, hätte den Ball eigentlich da reingedrückt, aber die Jury hat schon gepfiffen und das heißt, es gibt Elfmeter. Umso bitterer, wenn wir den verpassen. Parken hat den selbst rausgeholt, schießt selbst und macht das ganz sicher in der 88. Der eingewechselte Riese macht das Teil rein. Aber Spiel ist nur nicht vorbei. Die Überzahlsituation hinten, wieso sind wir denn so wenig und was macht der denn da? Was macht der denn da? Ewina rutscht von hinten rein, nimmt den mit und das gibt natürlich Elfmeter. So was von bitter, aber Ortola! Das gibt's doch nicht. Adrian Ortola, der versucht da den lässigen Chip und Ortola ahnt es, hält das Ding fest und somit hält er auch 3 Punkte fest. Hammer, Hammer Szenen hier in Cheltenham, vor unserem eigenen Publikum gegen Cheltenham Town und wir sehen dieses Quartett gerade. Northampton, Fleetwood Town, Southend United ist zwar ein bisschen abgeschlagen, aber insgesamt ist das so die Gruppe, die sich jetzt wirklich um diese direkten Aufstiegsplätze prügeln wird und dann letztendlich auch um den Titel. Wir kommen aber gegen Bradford City 4-4-2, was eine Überraschung, aber die haben uns aus dem J-Paint Trophy rausgehauen. J-Paint Trophy ist ja der Pokal, wo glaube ich nur Teams von Empower Leagues drin sind. Also ich glaube, ich weiß, dass da keine Barclays Premier League Teams sind, aber ich weiß nicht, ob da auch Empower Championship Teams drin sind. Auf jeden Fall
Ryan ist gelb vorbelastet. Wine hat, glaube ich, auch schon zwei. Also muss der aufpassen. Bei der nächsten wird es dann ein bisschen bremselig. Wir sind dann aber, wir gucken auf die Uhr. Eine Minute gespielt. Eine Minute 20 gespielt. Wir passen den Ball rum. Eine Minute 40 gespielt. Ball bei Hasselbank. Eine 2 Sekunden. Was laber ich? Ach, genau 2 Minuten und 17 Sekunden macht Hasselbank das 0 zu 1. Was ein Hammerstart in die Partie. Aber Bradford City hat sich nicht versteckt. Raid wird da, schüttelt da die Verteidiger ab und donnert das Ding dann knapp oben vorbei. Und wir sind immer noch nicht mal an der 10. Minute vorbei. Wieder ist es Azogue, der sich diesmal durchtankt. Versucht es dann selbst. Torwart ist blitzschnell unten und macht das kurze Eck zu. Und bewahrt sein Team hier vor einem größeren Rückstand und dann hier sehr schön rausgespielt. Und wie Ortola den hält, ist mir wirklich ein Rätsel. Aber der Ball ist dann danach drin und da müssen die Verteidiger eigentlich sein, um den Ball wegzuhauen. Aber man kann ja nicht alles erwarten. 20. Minute, sie machen weiter Druck. Die Jungs aus Bradford, der hat da so viel Zeit, so viel Platz in der Mitte, ist einfach ein Riesenloch und es wird der auch dankbar annehmen. Und wir sind immer noch in der 31. Minute, da wird er in der Formstrafform gemäht. Spiel läuft weiter, zieht mal ab und den muss er eigentlich reinmachen. Und Ryan kriegt dann jetzt auch hier die dritte gelbe Karte, das heißt noch eine und er wäre gesperrt, ist es glaube ich. Also muss der sich zügeln. Und wir wollten aber ganz klar hier den Ausgleich machen. Und wie verpasst Hasselbank bitte den? Der geht eigentlich nur 10 aus 10 Mal rein. Aber hier setzt er ihn halt einen halben Zentimeter neben den rechten Pfosten. Schade, das wäre es doch gewesen. Und dann sind wir auch schon kurz vor der Halbzeit und wir versuchen es nochmal. Denn er hat das Auge für Jankowski. Jankowski ist mal frei durch und BOOM! Was ein Teil von Jankowski. Donnert das Ding da rein. Und dann steht es auch 2 zu 2 und wir sind nicht mal 5 Minuten wieder im Spiel und nächste Chance. Was macht Ortola da? Er ist nicht so gut in der Strafraumbeherrschung. Wenn er rauskommt, kommt er nicht so entschlossen raus. Da steht es auch 3 zu 2 und wir versuchen es weiter. Jankowski, Ball wird geblockt. Ryan gegen den Pfosten. Was ist denn hier los? Aber wir spielen mutig weiter nach vorne. Super Kombination auf Hasselbank. Hasselbank, das ist eine Traumkombination und der macht auch Sweaty. Denn hey, da ist das Ding. 3 zu 3. Was ein krasses Spiel hier vor den Bradford City Fans, dann kommen sie nochmal. Die wollen hier die Punkte, hätten sie auch verdient, die 3 Punkte. Wie eigentlich mit einem sehr schlechten Spiel. Wir haben dann auf der anderen Seite die Konterchance. Hasselbank hat da Platz, der könnte mit seinem Pace durchbrechen, schafft es aber nicht. Und dann geht das Spiel 3 zu 3 aus. Ein Sieg, ein Unentschieden, ein sehr spannendes Spiel. Hansen trifft dreimal und auf jeden Fall ein super Spiel zuzuschauen. Und ja, hält die Spannung oben auf jeden Fall geladen. 71, 71, 66. Wir haben ein Spiel weniger als Tabellenzweiter Northampton. Wir sind zum ersten Mal Tabellenerster mit einem Spiel weniger. Das wird wirklich richtig eng da oben in der Empowered Champions League 2. Und ja, als nächstes geht's gegen Morecambe. Das sollte auch ein machbares Spiel sein. Wir sehen uns. Bis dann. Bleibt dran und tschüss.